Roberto, wir sind hier im Paradies auf Gili Lankanfushi. Wunderbar. Du warst 9 Jahre da und jetzt willst du das verlassen. Wie fühlst du dich? Gemischt. Gemischte Gefühl. Einerseits schaut man vorwärts auf etwas Neues. Neues im Sinne, dass du in die Realität zurückgehst, weil auf eine Art ist es keine Realität. Auf die andere wird es vermissen, es stark vermissen, weil in den letzten 9 Jahren war das täglich das, was ich gesehen habe. Morgen aufstehen, das Meer sehen und das Wasser. Ja, man wird es vermissen. Ist das das, was am meisten wird vermissen? Ja, also am meisten wird vermissen das Wasser, weil ich bin sehr wasserverbunden. Also ich tauche selber und das Wasser ist ein Teil von meinem persönlichen Leben. Das andere, was ich vermissen wird, ist sicher auch die Zeit, die du hast. Auf der Malediven hast du noch Zeit. Es gibt Zeit, klar, wir gehen nach Zeit. Es gibt auch Essenszeiten, wenn man ins Restaurant geht. Aber das Leben ist nicht so geplant. Und das wird natürlich auch ein anderer Teil sein, der uns begleiten wird in Zukunft. Dass du einen Zug nimmst oder dass du neu ins Hergehst, auf eine Zeit hergehst. Während da man geht, man kommt. Und wenn ich uns anschaue, du wirst müssen Schuhe anlegen, glaube ich. Oh ja, ja, das habe ich jetzt gar nicht richtig so gedacht. Ja, ja stimmt, die Schuhe. Das wird ein anderes Thema sein. Ja. Aber ich habe ja, Glück, ich darf in weiter Sinn 4-mal im Jahr zurückkommen. Okay. Weil hier geht es nach dem Motto: No news, no shoes. Mal schauen.